Jetzt geht's weiter mit einem Thema, das vielleicht ein bisschen ernsthafter ist, und zwar das Thema Geld. Genauer gesagt, dieses Thema, man ist vielleicht mit mehreren Menschen unterwegs und will vielleicht irgendwas einkaufen und merkt dann, ups, ich hätte das ganz gerne jetzt noch, habe aber 5 Euro zu wenig in meinem Geldbeutel, kannst du mir nicht gerade mal 5 Euro leihen? Und nach 4 Wochen merkt man dann, mein eigener Geldbeutel ist vielleicht ganz schön leer. Wie man dieses Problem lösen kann und ein bisschen besser im Blick haben könnte, wie eigentlich, wo das ganze Geld gelandet ist, wem man jetzt was geliehen hat, damit haben sich Henning und Benjamin beschäftigt mit ihrem Projekt Get Back. Also, wie man schon bei diesem Sprichwort sieht, bei Geld hört die Freundschaft auf und wir wollen das halt verhindern. Wir wollen halt nicht, dass die Freundschaft wirklich aufhört. Also erstmal, es ist eine App, die fürs iPhone verfügbar ist oder generell für iOS-Geräte. Sie soll eigentlich einfach nur dazu beitragen, dass man eintragen kann, wer einem noch wie viel Geld schuldet und für was unter anderem. Wir haben es einfach gemacht, also eine einfache Handhabung. Man sieht an der Seite die Namen, also wer einem noch Geld schuldet, wie viel man, also wie oft man ihm Geld gegeben hat und hinten dran, wie viel insgesamt noch geschuldet wird. Ein schlichtes Design haben wir genommen, einfach schön weiß. Und es gibt halt viele verschiedene Möglichkeiten, die man da eintragen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel mal da oben als Beispiel den Papa genommen, der schuldet insgesamt 300 Euro. Eingetragen jetzt für den Fernseher 125 Euro und die App rechnet halt alles Mögliche damit zusammen und tut das hinten dran schreiben, was wie viel noch geschuldet wird. Einträge können auch einfach gelöscht werden, weil ja, wenn man was zurückbezahlt bekommen hat, kann man es auch einfach rauslöschen, indem man nach links wischt. Ja. Mach mal weiter. Ja. Und Ihr habt ja eben gerade die App gesehen, aber nun stellt sich natürlich die Frage, wie haben wir das überhaupt gemacht? Wir beide kannten uns bisher noch nicht mit iOS aus, also Benjamin hatte eher so Designerfahrung und ich hatte jetzt bloß Android gemacht und von daher war es für uns relativ schwierig, sich da erstmal einzuarbeiten. Hier auf diesem Bildschirm könnt ihr erstmal unsere verschiedenen Views sehen, also wir haben zum Beispiel unsere Table Views. Das sind diese Listen, die ihr eben auch schon mal gesehen habt. Da werden dann entsprechend die Einträge hinzugefügt, also die Schulden. Davon haben wir zwei, weil wir haben einmal unsere Hauptseite, da sieht man dann die entsprechende Person und rechts daneben dann die Gesamtschulden. Und wenn man auf die zweite View klickt, also auf den zweiten auf die zweite Table View, dann sieht man nochmal eine detaillierte Übersicht von wegen, welche Schulden sind das jetzt genau. Also beispielsweise ist das jetzt ein Fahrrad und wie hoch da die Schulden sind. Natürlich stellt sich auch die Frage, wie haben wir die ganzen Daten gespeichert? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die Daten zu speichern. iOS bietet da auch eine Möglichkeit, über die User Defaults die Einträge zu speichern, aber das Problem wäre dabei, dass man das über Arrays machen müsste und wenn man mehr Daten hat, dann wird das irgendwann zum Problem und es wird ein bisschen undurchsichtig und deshalb haben wir uns mit Core Data beschäftigt. Core Data ist ein Framework von iOS, das es ermöglicht, Datenbanken zu erstellen. Und ja, hier kann man mal sehen, wie unsere beiden Entitätstypen hießen. Das ist nämlich einmal Person und einmal Schulden. Die Entität Person, die hat die Attribute Gesamtschulden und Name. Und der Entitätstyp Schulden hat halt einmal die Attribute Beschreibung und Höhe. Diese beiden Dinge, die stehen sozusagen in Beziehung. Das ist eine 1-zu-n-Beziehung, so nennt man die. Das bedeutet also, dass eine Person mehrere Schulden haben kann, aber eine Schuld, die gehört immer nur genau zu einer Person. Das war relativ schwierig, sich da erstmal einzuarbeiten in diese Core-Data-Geschichte, weil wir nicht genau wussten, wie wir das jetzt im Code auch benutzen, also mit Swift. Aber wir haben es dann letztendlich doch hinbekommen. Genau, also so würde jetzt unsere App aussehen, wenn man sie auf einem iPhone installieren würde. Das ist jetzt ein Emulator. Und wir haben auch ein schickes Icon erstellt und
Genau, man könnte jetzt theoretisch, wenn man einen Developer-Account hätte, die App sofort in den App Store hochladen und alle anderen könnten sie dann von da aus runterladen. Es gibt natürlich noch Erweiterungsmöglichkeiten. Man könnte zum Beispiel 3D-Touch hinzufügen zu dieser App. Das bedeutet also, dass wenn man ein bisschen fester auf Einträge drückt, dass man sie dann auch bearbeiten kann. Oder man könnte auch eine Funktion hinzufügen, sodass man entsprechend erinnert wird, wenn irgendwie Schulden getilgt werden müssen oder so. Oder eine weitere Möglichkeit wäre es halt, eine Synchronisierungsfunktion hinzufügen. Dabei müsste man dann ein Account-System entwickeln, aber das wird dann dazu führen, dass man beispielsweise auf iPad, auf dem Mac oder auf dem iPhone überall die gleichen Daten im Endeffekt hätte und das alles synchron wäre.